Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um ein super spannendes Thema, was in letzter Zeit nochmal etwas hochgekocht ist und wozu mich viele von euch gefragt haben, warum diese Artikel nicht mehr verfügbar sind, beziehungsweise was eigentlich mit den Amazon Dash Buttons passiert ist. Die Dash Buttons, kleiner Throwback für alle, die nicht mehr genau wissen, um was es sich da handelt, sind diese kleinen Chips gewesen, die man im Prinzip produktspezifisch kaufen konnte für diverse Produkte, für den Haushalt beispielsweise, für die Haustiere etc., um auf Amazon mit einem Klick eine Bestellung aufzugeben. Diese kleinen Dash-Buttons waren anfangs der absolute Renner und haben sich zu einem echten Bestseller, gerade auch im Ausland entwickelt, weshalb Amazon die Dinger immer weiter ausgebaut hat und letztendlich gab es im Prinzip zu fast jedem Main-Seller auf Amazon so einen Dash-Button. Die Dash-Buttons sind aber relativ schnell dann schon wieder vom Markt verschwunden und damals wurde nicht so wirklich klar, warum, und viele haben sich bis heute gefragt, warum die Artikel noch im Store stehen, aber dauerhaft nicht verfügbar sind. Und genau um dieses Thema geht es heute, was ist eigentlich damit passiert und vor allen Dingen warum und wie konnte es passieren, dass diese Artikel nicht mehr im Sortiment sind und sich von einem Bestseller zu einer Blacklist quasi entwickelt haben. Die Amazon Dash Buttons. Die Dash Buttons hatten wirklich die Funktion, und das hat auch wirklich gut funktioniert, mit einem Klick Ware zu ordern. So gut, so schön. So kann man das mittlerweile eigentlich auch beim Amazon Echo beispielsweise machen. Der erinnert einen bei regelmäßig bestellten Produkten daran, dass vielleicht bald der Vorrat zu Ende geht und dass man vielleicht auch nachbestellen kann. Allerdings mit einer kleinen Feinheit. Wer die Displays kennt, weiß das. Man sieht genau, zu welchen Konditionen man im Prinzip das Produkt wieder nachbestellen kann und dementsprechend welche Details zur Versendung auch hier einmal angegeben werden. Wenn man dann dementsprechend bei den Dash-Buttons das damals gemacht hat, war das nicht so. Man hat einfach nur auf einen Knopf gedrückt, auf den Dash-Button, und konnte dieses Produkt quasi mit einem Klick, also One-Click-Buy, kaufen. Man wurde nicht informiert darüber, zu welchem Preis dieses Produkt gekauft worden ist, beziehungsweise welche Konditionen sich auch allgemein dahinter verbergen. Und genau hier liegt der entscheidende Punkt. Verbraucherschutztechnisch ist das ein absolutes No-Go gewesen, denn man muss immer genau darüber informieren, welches die Konditionen für einen gültigen Kauf sind. Und das hat genau hier gefehlt. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass viele Personen, die sich auch noch genau an die Produktpreise erinnern konnten, die man letztes Mal bezahlt hatte, dann wirklich negativ überrascht worden sind, weil das Produkt vielleicht 3, 4 oder vielleicht auch 10 Euro auf einmal teurer war. Denn natürlich sind die Produkte auf Amazon und auf anderen Plattformen online nicht immer zum gleichen Preis verfügbar. Das schwankt je nach Verfügbarkeit und beispielsweise auch je nach Händler, welcher gerade dieses Produkt anbietet. Hier war dann der entscheidende Faktor, dass das tatsächlich so weit auseinandergegangen ist, dass mehrere Personen gleich Klage erhoben haben und dementsprechend dann dieses Produkt auf Dauer nicht mehr verfügbar sein konnte. Und das ist genau auch der Punkt, warum die Dash-Buttons dementsprechend nicht zurückkehren werden, weil man hier einfach keine Möglichkeit hat, den Kunden durch ein kleines Display oder ähnliches über aktuelle Kaufkonditionen zu informieren und nicht ähnlich wie bei den Amazon Echo Displays dementsprechend das Ganze sehr transparent halten kann. Meine Frage an euch an der Stelle wäre, habt ihr die Dash-Buttons überhaupt genutzt oder wusstet ihr bisher noch gar nicht, dass es so etwas gab? Mich würde das brennend interessieren, weil viele haben mich gefragt, was eigentlich damit passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich noch nie ein großes Video darüber gemacht gehabt, deswegen schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Ich bin super gespannt darüber, wie euer Wissensstand zu den Dash-Buttons ist, und natürlich auch gerne reinschreiben, ob ihr euch generell so ein Produkt kaufen würdet oder ob ihr generell eigentlich eher laut Fraktion natürlich dasteht, dass ihr sagt, ich möchte eigentlich immer genau wissen, was ich kaufe. So geht es zumindest mir und deswegen nutze ich manchmal die Funktion auch auf dem Display, aber ich bin doch eher der traditionelle Mensch, der dann vielleicht auch manuell einmal schaut, zu welchen Konditionen ich das Produkt vielleicht auch am günstigsten bekomme. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, schreibt mir wie gesagt alles dort rein und freue mich auf wilde Diskussionen. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, habe ich euch unter diesem Video einmal einen Link zu den aktuellen Dash-Button-Thematiken platziert. Dort könnt ihr euch alles nochmal durchlesen und könnt euch nochmal selbst informieren, was dort die Randbedingungen dementsprechend sind. Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf und bleibt natürlich smart.
Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.